diesem Video werden wir euch erklären, wie der Mechanismus der elektrophilen Addition funktioniert. Dies geschieht am Beispiel der Reaktion von Brom mit Ethen, welche im folgenden Experiment durchgeführt wird. Zu Beginn geben wir ein paar Tropfen elementares Brom in Wasser. Das so entstandene braun-gelbliche Bromwasser ist ein Edukt für unsere Reaktion. Des Weiteren benötigen wir Ethen. Im Verlauf des Versuchs wird das Ethengas über einen Schlauch in die Waschflasche geleitet. Nach kurzer Zeit ist eine Färbung des Bromwassers erkennbar. Doch wie kam es zu dieser Entfärbung? In der Waschflasche ist folgende Reaktion abgelaufen. Ethen hat mit dem Brom des Bromwassers reagiert, sodass es zu einem Halogenalkan, dem 1,2-Dibromethan, synthetisiert ist. Dieses ist farblos und der Grund für die Entfärbung. Die hier zugrunde liegende Reaktion ist die elektrophile Addition von Brom an Ethen. Ihr Mechanismus wird im Folgenden genauer erklärt. Im ersten Schritt gelangt ein Brommolekül zufällig in die Nähe der elektronenreichen Doppelbindung des Ethenmoleküls. Diese CC-Doppelbindung besitzt eine hohe Elektronendichte. Das bedeutet nichts anderes, als dass sich dort sehr viele Elektronen versammelt haben. Dadurch wechselwirkt die Doppelbindung des Ethenmoleküls mit dem Brommolekül. Die Folge ist, dass sich die Elektronendichte im Brommolekül verschiebt. Doch wie funktioniert das? Bekanntlich sind Elektronen negativ geladen. Deshalb existieren sowohl bei der Doppelbindung als auch bei den Valenzelektronen des Broms negative Ladungen. Wenn sich nun zwei negative Ladungen, also zwei gleiche, nähern, stoßen sich diese bekanntlich ab. Daraus folgt, dass das Bromatom, das weiter von der Doppelbindung entfernt ist, eine negative Teilladung bekommt. Folglich muss das andere eine positive bekommen. Dieses Teilchen bezeichnet man als elektrophil, sprich als Teilchen, das Elektronen liebt. Das spielt nämlich jetzt eine entscheidende Rolle. Im zweiten Schritt wird es schon komplizierter. Das Elektrophil nähert sich der Doppelbindung an. Warum? Das liegt daran, dass es Elektronen und damit besonders die hohe Elektronendichte dieser CC-Doppelbindung des Ethenmoleküls liebt. Die positive Teilladung des Bromatoms wird von den negativen Elektronen der Doppelbindung angezogen. Nun passieren zwei Dinge gleichzeitig. Zwei Elektronen der Doppelbindung gehen mit zwei Elektronen eines freien Elektronenpaars des positiv teilgeladenen Bromatoms zwei echte Elektronenverbindungen ein und es entsteht das Bromoniumkation. Gleichzeitig spaltet sich das Brommolekül heterolytisch. Das heißt, dass das negativ teilgeladene Bromatom beide Elektronen der Elektronenverbindung erhält. Das ursprünglich positiv teilgeladene Bromatom ist nun Teil des Bromoniumkations und erhält eine positive Ladung, da es über zwei Bindungen verfügt. Aus dem negativ teilgeladenen Bromatom ist das Bromidanion entstanden. Das entstandene Bromoniumion ist nur ein temporäres, also kurzlebiges Kation. Trotzdem ist es als Übergangszustand ziemlich stabil, da seine positive Ladung delokalisiert ist. Doch was bedeutet delokalisiert? Das heißt nichts anderes, als dass sich die positive Ladung nicht fest an einem Atom befindet. Sie kann entweder an einem der beiden C-Atome sitzen oder sich am Bromatom befinden. Somit ergeben sich drei mögliche mesomere Grenzstrukturen, zwischen denen das Molekül die ganze Zeit wechselt. Diese sogenannte Mesomeriestabilisierung ist auch der Grund, weshalb dieser eigentlich instabile Zustand trotzdem möglich ist bzw. aufrechterhalten wird. Als dritter und letzter Schritt erfolgt der Rückseitenangriff des Bromidanions. Dabei greift das Bromidanion eines der C-Atome an und bildet eine echte Elektronenverbindung aus. Dadurch hätte aber dieses C-Atom zu viele Bindungen, weshalb es die Bindung zum Bromatom auflöst. Die zwei Elektronen der aufgelösten Bindung erhält dasselbe Bromatom, sodass das Produkt keine Ladung mehr besitzt. So ist das Produkt, das 1,2-Dibromethan, entstanden.